Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Syndicate, Assassin's Creed Syndicate. Wir sind gerade hier noch im Starter-Modus. Es lädt noch ein bisschen. Eigentlich hatte ich heute vor, ein ganz anderes Video hochzuladen oder zu machen eigentlich. Eigentlich wäre ich jetzt um die Uhrzeit schon auf der Loipe, aber mich dann doch entschieden, das nicht zu machen, weil ich noch was anderes machen muss, was später dann kommt. Also nicht hier irgendwie ein Video dazu gemacht wird oder so. Nein, sondern ich muss dann später noch was machen. Also erledigen, was dringend ist. Und deshalb kommt jetzt eine weitere Folge mal von Assassin's Creed Syndicate. Ist schon lange her. Wir gehen jetzt erstmal in die Fähigkeiten. Das wollte ich nicht. Die Fähigkeiten, wie viele haben wir denn? Wir haben zwei Fähigkeiten. Falls der erste Treffer, den sie während einer Kombo einsteckt, beenden nicht länger ihre Kombo. Ich glaube, das mache ich auf jeden Fall mal. Ja, wir sind jetzt auf Level 3, das ist sehr gut. So. Royales 2 davon, okay. Vielleicht können wir irgendwas im Inventar noch machen, waffenmäßig. Oh ja, den tun wir auf jeden Fall noch ausbauen. Okay, da brauche ich noch alles andere im Level, aber jetzt habe ich eine bessere Waffe mal. Schusswaffen. Naja, das macht nichts. Gürtel. Und da brauche ich noch alles. Nee, das macht keinen Sinn. Monturen. Da habe ich auch nur die eine Monture. Farbe. Naja, lassen wir es einfach mal. Es ist sie in Handschuhe. Angriff. Ja, das, dann machen wir das doch noch. Würde ich sagen, gehen wir nochmal mit Efi. Schauen wir, was wir da haben. Wenn wir mal kurz auf die Inventar schauen. Nein. Zurück. Fähigkeiten. Eine Fähigkeit, okay, das bringt mir eigentlich herzlich wenig. Das sind Jakobs, die hat eher die Schleichmodus. Ja, da müssen wir jetzt mal besser schleichen. Schlösser knacken. Schleichen. Ja, da brauchen wir noch ein bisschen Erstschlag. Das brauchen wir dann noch. Im Inventar, da können wir sicher noch was verbessern. Nee, das haben wir schon, okay. Nee. Haben wir auch schon. Schusswaffen. Nee, bringt auch nichts. Umhänge. Was brauche ich da? Gegenstand muss hergestellt werden. Sie mit dem Level 8, 9, okay. Der? Oder der? Der sieht doch viel cool aus. Kaufen wir einfach mal. Kaufen und ausrüsten. So. Montur. Naja, das geht eh nicht. Keine Farbe. Nehmen wir den grünen Oliv. Das ist ein sehr gutes. Dann würde ich sagen, machen wir das auch einfach mit. Ne, machen wir mit Efi weiter einfach.
Okay. Würde ich sagen, gehen wir mal aufs B zu. Warte mal. Mal kurz schauen, wo ist B? Ah, das müssen wir. Nee, das können wir nicht mit dem machen. Warte mal. Gehen wir mit Jakob einfach weiter. Das machen wir mit Jakob. Genau. Sorry. Würde ich sagen, machen wir da die Markierungen. So. Gehen wir einfach mal ein bisschen hoch. Alle 10% oder was labert ihn da eigentlich gerade? Ja, aber ich sorge hier für Gerechtigkeit, also gehen wir doch mal dahin. Okay, gehen wir einfach mal runter. Wieder hoch. So, jetzt ein bisschen schneller hochkommen. Come on. Das können wir doch schneller. Bisschen Assassin's Creed. So, jetzt haben wir es doch. So, jetzt machen wir es halt mit Jakob. Die eine Mission machen wir jetzt noch mit Jakob. Ich hoffe, dass wir dann da noch irgendwie was weiterbekommen. So, jetzt schauen wir mal, wo wir hinkommen können. So, jetzt sind wir gleich dort. Ja, einfach mal hochkommen. Über die Dach. Weiter, 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 komm. Come on. Was schaffst du? Du bist Jacob. So. Sprechen. Tun wir das doch mal machen. Und da sind wir doch schon wieder in Big Apple. Machen wir halt jetzt mit Jakob. Ich wollte eigentlich mit der Evi machen, aber machen wir es doch mit Jakob. Nein, ich war's nicht, unschuldig. Verzeihung. Sie sind doch die... Ich bin sicher, wir kennen uns nicht. Ist das ein Ring für Preiskämpfe? Da können Sie sich aber drauf verlassen, my lord. Ich bin Robert Toppigan. Robert Toppigan. Londons zu Ihren Diensten. Naja, zweitbester, aber meine Mom sagt, Donald wäre etwas einfältig. Aber egal, ich kann Ihnen eine ganze Menge aufregender Dinge zeigen. Von Preiskämpfen bis hin zu Kutschenrennen. Ich denke, wir können hier ruhig etwas Zeit verbringen. Okay. Sie können bestimmt ein Abenteuer gebrauchen. Melden Sie sich bei mir. Kampfclub. Level 2, was haben wir denn jetzt noch? Ja gut, die Schatzkammer haben wir ja schon.
Naja, verlassen wir es einfach mal. Wollen wir jetzt keinen Kampf machen. Haben wir jetzt genügend Kämpfe gemacht. Warte mal. Wenn die Evi jetzt einfach mal okay, Schutzkammer brauchen wir nicht, das heißt wir müssen hier Erklärung setzen. Haben wir. Ich bin dran. Oh. Nee, lass mal. Ja. Wir suchen hier eine. Ah. Hopp, hopp, hopp. Und auf geht's. Jetzt holen wir die. Sorry, Kunden, Junge. So, wir holen jetzt die ein bisschen ein. Die ein paar. So, dann gehen wir mal über die Themse. Ganz gemütlich. Oh, da gibt es noch ein paar andere Sachen. Die brauchen wir aber nicht. Sondern wir machen jetzt erstmal hier den großen B. Machen jetzt einfach mal ein bisschen flotter hier, damit wir ein bisschen vorankommen. Da haben wir noch ein paar kleine Sachen, die wir machen können, aber wir machen jetzt erstmal das große B. So, hat kurz gehinkt, aber das macht ja nichts. Pressefreiheit. Die Zwillinge bringen ein beschädigtes Ausrüstungsstück zu einem engen Vertrauten von Henry, um es zu reparieren lassen. Machen wir das doch mal. Eine Mission machen wir auf jeden Fall mal, dass wir hier ein bisschen vorankommen. Nicht immer nur Langeweile hier spielen, sondern auch mal ein bisschen vorankommen. Ach, verdammt. Alec, was ist denn los? Ich empfange hier nichts weiter als überschwängliche Propaganda über Beruhigungssirup und dergleichen. Ich schwöre beim lieben Gott, wenn Starricks Monopol weiter anhält. Alec, verzeih mir bitte. Das sind Freunde von mir. Evie Fry und ihr Bruder Jacob. Alexander Graham Bell. Linguist, Erfinder und Technikexperte. Alec, ich muss dich um einen Gefallen bitten. Können Sie das reparieren? Oh, da ist ein Sprung im Gussstück. Oh, es ist ein 2. Wirklich. So was hätte ich gebraucht, um die Sicherung oben am Big Ben anzubringen. Alec installiert eine neue Telegrafenleitung für unsere Free Press Association. Als Konkurrenz zur Starrick Telegraph Company. Wenn ich alle Sicherungen repariere, die die unabhängigen Leitungen am Big Ben verbinden, wäre Starrick geschwächt. Leider sind wir ein wenig beeinträchtigt. Und? Bitte. Ich habe den Mechanismus entfernt, damit er an ihre Armschiene passt.
Den werde ich gleich mal ausprobieren. Jacob, warte. Mr. Bell, kann ich vielleicht mit den Sicherungen helfen? Oh, dieses Angebot werde ich nicht abschlagen, Miss Fry. Oh, nehmen wir meine Kutsche, wenn Sie die Güte hätten, die Zügel zu nehmen. Das nehme ich. Ich kann Ihnen helfen. Genau. Deswegen machen wir ja mit der Evie das alles. Ich bin so froh, dass Sie mir helfen. Wenn ich dich erwische, hänge ich dich an der Tower Bridge auf. Sie sollten sich ein bisschen beeilen. Bleib verdammt noch mal sofort stehen! Nun, Sie wissen schon, dass... Also, Mr. Bell, an welchen Erfindungen arbeiten Sie? Ich habe vor, einen phonetischen Telegrafen zu entwickeln, der nicht nur Punkte überträgt, Miss Fry, sondern die menschliche Stimme. Phonetischer Telegraph? Das klingt aber reichlich kompliziert. Warum nennen Sie es nicht Telefon? Telefon? Wie bizarr. Jedenfalls, wie ich bereits sagte, die Presse ist inzwischen vollkommen abhängig von der Starry Telegraph Company. Und deshalb warten wir auf eine freie Leitung. Oh, wow, wow. Ja. Und zusätzlich wurden die Leitungen anderer kleiner unabhängiger Firmen sabotiert. Und sie haben keine Möglichkeit, die defekten Sicherungen zu finden, die sich oben auf dem Big Ben befinden. Korrekt. Vor allem, da man einen Passierschein von der Regierung. Okay, Seilwerfer. Drücken Sie LB, um Gebäude zu entklimmen. Drücken Sie an einer Kante LB, um die Seilrutsche große Freiräume zu bewinden. An einer Seilrutsche können Sie mit L und R Ihre Geschwindigkeit kontrollieren und sich für eine Luftattentat über die Gegner positionieren. Okay. Beim Einbau stets 30 Meter über den Boden bleiben. Okay. Okay. Machen wir das doch gerne. Jetzt gehen wir erstmal da hoch. Klettern, wir wollen hier hoch. Sicherung installieren, ja. Die erste Installierung machen wir doch gerade. So. Klar können wir jetzt auch das mit dem anderen machen, aber das machen wir jetzt erstmal nicht. So, jetzt sind wir gleich oben. Jawohl, da sind wir doch schon. Installieren. Das macht die Evi. Schöne Aussicht. Okay, geht nicht. Ich muss es mit. Ich mach's jetzt einfach mit Evi. Oh, das sind Waffen. Nein. Scheiße. Das wollte ich nicht. Das war blöd. Sorry, das wollte ich halt nochmal machen. Einbau stets
30 Meter über den Boden bleiben. Wir müssen da hoch. Am besten gehen wir aber wieder da, wo wir hochgegangen sind. Warte mal. Da ist jetzt kein Feind, okay. So, da geht es auch einfach easy, locker hoch nach oben. Juhu! So, da haben wir doch schon mal den ersten. Nach oben. Muss weiter oben sein. So. Nee, loslassen. So, jetzt kann ich es doch machen. Installieren. So, das zweite haben wir schon mal. Alles klar. So, sind da noch Wachen? Oh ja, da sind Wachen. Die sollen wir eigentlich am besten nicht. Jawohl. Dann gehen wir hoch. Einfach mal ganz hoch. Und von ganz oben machen wir das dann schön. Lassen wir es von oben runter. So, da können wir auch weiter. Jawohl. Wir gehen uns ganz langsam. Und weiter geht's. Juhu. Ja, das wollte ich eigentlich jetzt nicht machen. Ja, müssen wir es halt trotzdem machen. So, dann können wir das doch hier einbauen, stets über. Wir stellen jetzt einfach mal hoch. Das ist schön. So, das machen wir hier hoch. Und wo ist das Ding? Zum Installieren. Das tun wir das dritte installieren. So. Was müssen wir jetzt machen? Das sollte reichen.
Bell reden. Mit Bell reden, ja gut. Wo ist denn der Bell? Okay, da ist da hinten. Okay, haben wir noch Feinden hier unten? Ne, da haben wir keine Feinde. Okay, gut, dann können wir auch runter. Ich muss jetzt kurz schauen, ob da Feinde sind. Ne, da sind keine Feinde. Also da jetzt am Dach sind keine Feinde. Sehr gut. Da muss ich noch irgendwie runter. Da kann ich komplett runtergehen. Will ich nicht. Ich will hier nicht runter. Ja, dann gehen wir am besten jetzt wieder hoch. Wir auch keinen Ärger machen. So, dann können wir hier. Genau, da gehen wir einfach hoch. Weil der andere, da müssen wir erstmal mit Bell reden. Juhu. Einfach mit dem Seil. Das ist ein sehr gutes Seil. Wir machen jetzt keinen Todessprung. Na, da will ich jetzt auch nicht durch. Das heißt, ich muss da hoch. Um da auch sicher wieder zurückzukommen. So, gehen wir dahin. So, sind wir doch gut gekommen, gelandet. Vielen Dank.
ich sonst noch bei irgendwas helfen kann? Mit Sicherheit. Besuchen Sie mich mal. Oh, ich habe mit diesem Gerät rumgespielt. Und die Formel für Sie aufgeschrieben. Es ist noch nicht ganz perfekt. Aber mein Gott, es... Vielleicht sogar etwas zu gut. Metallkomponenten erbeuten. Eine Ware per Seilrutschen Luftattacken töten. Warte mal. Wo sind wir denn jetzt? Okay. Ja, das und weiteres machen wir dann später. Wir gehen jetzt erstmal hier runter kurz. In den Hafen. Ah, da hinten sind die dann. Okay. Ja, das machen wir dann weiter in der nächsten Folge. Ich würde sagen, das war es auch schon von meiner Seite wieder. Ich hoffe, ihr habt Spaß dabei bei der Folge. Lasst einen Daumen da. Lasst ein Abo. Abo wie immer da. Wie immer alles verlinkt unter dem Video. Könnt ihr gerne in den Videobeschreibung findet ihr auch meine sozialen Netzwerke, Facebook, Instagram, Twitter und alles weitere findet ihr da auch. Und ja, sehen wir uns bei der nächsten Folge Assassin's Creed. Bis dahin, haut rein, ciao, ciao.